Das kann uns egal sein. The nail on the head when he fell on his deathbed. The streets ran red with blood, sweat, and tears. It was too many years for liberation, colonization, enslaved the whole nation. Cecil stole that call in Rhodesia. Too many white folks catching amnesia. How convenient, history is not an agreement. I guess it's based on how you see it. Now we're wrong, you got it right. We gotta fight, it's related to the Africa. Africa's our land. Da seid. Erstmal auch Dankeschön an all die vorherigen Redebeiträge, die sich besonders auf die Polizei und die Missstände und deren Strukturen gesprochen haben. Wie gesagt, ich bin von der Fachschaft und habe, als ich meine Rede vorbereitet habe, gemerkt, dass ich sehr mich auf soziologische Theorien bezogen habe und das alles ein bisschen gesamtgesellschaftlicher betrachtet habe, auch in eine sehr politische Richtung. Deswegen ist es auch sehr lang geworden. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Wir stehen hier vor einer Polizeiwache, weil mal wieder eine rechte Chatgruppe aufgedeckt wurde. Rechte Chatgruppen, also menschenverachtende Gedanken in der Polizei, sind leider nichts Neues. Nur werden sie halt nicht immer aufgedeckt. Und die Frage nach Aufarbeitung und Konsequenzen ist dann auch nochmal eine ganz andere Frage, wenn die Polizei sich halt selber kontrolliert. Ich möchte mich jedoch nicht nur auf die Nazis fokussieren, die Waffen horten, im Ausland Schießtrainings machen, sich für den Tag X vorbereiten oder rechte Chatgruppen in Polizeiapparaten, sondern auf die Mehrheitsgesellschaft. Denn auch die Mehrheitsgesellschaft ist rassistisch, trägt Stereotype in sich, ist Täter und nicht Opfer von Rassismus. Und das kann gefährlich für unsere Demokratie werden. Wir sollten endlich anfangen, mit diesen Stereotypen uns damit auseinanderzusetzen, die Augen aufzuhalten und faschistische Geschichte nicht wiederholen zu lassen. Denn schon die polizistische Alltagspraxis besteht aus Racial Profiling, also etwas Hochproblematisches. Menschen werden kontrolliert aufgrund von Stereotypen und rassistischen Zuschreibungen, wodurch Personen und Gruppen, sie werden einfach kriminalisiert aufgrund von Hautfarbe, Religion und Sprachkenntnissen. Und werden auch einfach verdächtig, kriminell zu sein. Weil Bullen und alle anderen Menschen dieser Gesellschaft klare Bilder von Kriminellen im Kopf haben. Denn mit diesen zugeschriebenen Stereotypen und Vorurteilen werden wir groß. Sie werden überall reproduziert und durch Politik und Medien nochmal verstärkt, wozu ich auch gleich nochmal stärker kommen werde. Man muss verstehen, dass die Kriminalität, von denen den meisten Menschen oder die Medien gesprochen werden, eine soziale Frage ist. Die meist verfolgten Straftaten in Deutschland sind nämlich Diebstahl mit 1,8 Millionen Fällen, zumindest 2020, wo besonders Ladendiebstahl auffällt. Ja, was ist das? Das ist Klauen. Das hat was mit Armut zu tun. Menschen haben kein Geld, vor allen Dingen in der Inflation. Wir haben scheiß Wohnungspreise. Das ist verständlich, dass man klaut. Das sind keine Kriminellen. Die zweiten Delikte sind die Rauschgiftdelikte. Ja, das bedeutet, das sind auch wieder arme Menschen, vor allen Dingen Leute, die obdachlos sind und von Drogen abhängig sind. Und dann sind die Bullen vor legalen Konsumräumen, wo legal konsumiert werden darf. Und Bullen stehen davor und gucken sich die Obdachlose an. Natürlich haben die was mit sich. Aber ja, schön, das geht alles in eure Statistik ein. Und ihr habt ganz viele Kriminelle und wieder Zahlen, um wieder mehr Bullen zu werden. Und das... Das dritte sind die ausländerrechtlichen Verstöße, also Straftaten gegen den Aufenthalt und Asylrechte, wo wir dann zu der ekelhaften Außenpolitik, der Situation der EU und oder der Festung Europa kommen und ihren rassistischen, menschenverachtenden und gewaltvollen Abschottungspolitik. Aber zurück zur Politik und der sozialen Frage. Denn Polizeigewalt ist dazu auch stadtteilabhängig. Bei der Polizei reden wir gerne von gefährlichen Orten. Also kriminelle Orte, damit meint man eigentlich sozioökonomisch schwache Gegenden, also prekäre Milieus. Und ja, häufig sind da auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die da wohnen. Da sollte man sich aber eher die sozialpolitische Frage stellen, warum besonders Menschen mit internationaler Geschichte, die von Rassismus betroffen sind, meist weniger Geld haben. Da müssten wir uns nicht nur die NS-Zeit aufarbeiten, sondern auch unsere Migrationsgeschichte in Deutschland. Dann
dann müssten wir uns mit den Folgen beschäftigen, die entstanden, weil AnhängerInnen der NSDAP einfach wieder zurück in ihre Jobs kamen, mit ihren menschenverachtlichen, faschistischen Gedanken. Das gilt für die Polizei, die Politik, aber auch für die Wirtschaft. Jegliche deutsche Unternehmen, wo die Chefs heute richtig dick Kohle haben und reich sind, zum Beispiel RWE, Edeka, wo das K für Kolonial steht, WMF, Lufthansa, Dr. Oetker, Aldi, L'Oreal, C&A und auch die Deutsche Bahn haben krass unter dem NS-Regime profitiert, Geld gemacht und sich ökonomisch gestärkt. Diese AnhängerInnen des NS-Regimes konnten nach der Auflösung des Deutschen Reichs einfach weiter Geld machen, konnten in ihre Jobs zurück und nicht an die Aldi-Kasse, sondern schön wieder nach oben an ihren Chefposten, haben keine Repression erfahren, hatten weiterhin aufgrund ihrer ökonomischen Stellung starke Einflüsse in die Politik mit ihren faschistischen Ideologien. Davon wurde nichts aufgearbeitet und wirklich thematisiert, bis heute nicht. Die wenigsten wissen überhaupt davon. So, nach der NS-Zeit, als wir dann alle Menschen verdrängt oder getötet haben und wir nur noch weiß waren, kam dann die schlechte Integrationspolitik dazu. Besonders in den 60er Jahren, als wir dann die Welle der GastarbeiterInnen hatten. Wenn man schon das Wort Gastarbeiter hört, kann man sich vorstellen, dass es mit der Integration nicht so gut funktioniert hat. Wenn Leute als Gäste, also eher als temporär dargestellt werden, bitte geht und passt euch einfach nur an. Wir müssen beachten, dass diese Menschen nicht nur scheiß Jobs abbekommen haben, dazu noch wenig Sprachangebote. Nein, es gab keine Bildung, keine Weiterbildung. Und die Menschen haben einfach unter prekären Situationen gearbeitet und gelebt und von dem bisschen Geld ihre Familie im Ausland versorgt. Und als dann in den 70er Jahren das Gesetz des Nachziehens der Familien kam, wurden gar keine Sprachkurse oder Integrationsangebote mehr angeboten. Man kann sich also vorstellen, dass schon Siedlungen entstanden sind zwischen Deutschen und GastarbeiterInnen, also Parallelgesellschaften, die einfach aneinander vorbeigelebt haben. Dass Rassismus und rechte Gewalt dementsprechend groß und präsent bleibt, bis heute ist kein Wunder. Denn auch heute noch beschwert sich dann so ein Friedrich Merz von der CDU in der Öffentlichkeit mehrfach darüber, dass EinwandererInnen in Deutschland kein Deutsch lernen wollen, sich nichts von der Verfassung halten, also einfach pauschal auch wieder werden Menschen hier kriminalisiert und ganz grundsätzlich würden Einwandererinnen auch häufig einfach sich nicht assimilieren wollen. Diese Sprache der politischen Elite ist hochproblematisch, denn sie rekonstruiert Stereotype, die wir heute in unseren Köpfen haben. Wenn wir uns heute die Debatte um Migration und jegliche Themen von Migration, also auch Integration, auseinandersetzen, wurde in den Politikwissenschaften eine Strategie der Ungleichheit festgestellt. Damit meint es, dass die großen deutschen politischen Parteien, besonders die CDU, durch Rhetorik eine Ungleichheit schafft. Einerseits fordert man konkrete oder komplette Anpassung von Seiten der EinwandererInnen, womit nicht ganz klar ist, was überhaupt das Anpassen bedeutet. Probleme der Integration werden immer nur auf MigrantInnen abgeschoben. Es wird nur über sie, aber nicht in Wirklichkeit ein Diskurs oder ein Austausch auf Augenhöhe geschaffen, was Integration nämlich eigentlich bedeutet, eine Annäherung von beiden Seiten. Und es passiert eine Identitätskonstruktion, eine deutsche Identität. Wir Deutsche, mit unserer deutschen Leitkultur, von der gerne geredet wird. Keiner weiß genau, was das bedeuten sollte, als wären wir eine homogene Gruppe und man könnte uns irgendwie beschreiben, alle zusammen. Und jetzt werden EinwandererInnen auch noch auf ihre ökonomische Verwertbarkeit beurteilt. Es gibt jetzt plötzlich gute und schlechte EinwandererInnen und viele weitere Aspekte. Es ist höchst problematisch, dass demokratische Parteien rassistische, vorteilsbehaftete und einfach falsche Aussagen über MigrantInnen tätigen und sich gleichzeitig dann wundern, warum die Zahl der AfD und die Sympathie für die AfD steigt. Man kann nicht einerseits sagen, oh, die NPD gehört verboten und wir machen keine Politik mit der AfD, aber gleichzeitig die gleiche Rhetorik verwenden, wodurch Angst und Panik durch Falschaussagen entstehen und Stereotype gefestigt werden. Denn Sprache hat Macht. Nicht alle Menschen haben die Möglichkeit, in diesem öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Das sind nur Politiker, Medien und manchmal darf auch mal ein Wissenschaftler sprechen, wenn er denn die richtige Perspektive hat. Durch deren Umgang mit Themen schaffen sie eine Wirklichkeit, eine rassistische, die Menschen auch manchmal glauben, weil sie gerne Politiker glauben, wenn sie sprechen.
Da muss man sich nicht wundern, dass wir alle, oder zumindest wir weißen Menschen, diese Stereotype weiter in unseren Köpfen haben und auch in der Polizei rassistische Kontrollen und gewaltvolle Verhaftungen passieren. Dass wir mehr rechte Gewalt haben als in den letzten 20 Jahren. Denn es ist bewiesen, dass rechte Gewalt ihre Opfer danach auswählen, ob die Gesamtbevölkerung diese als Randgruppen auch schon ausgeschlossen haben. Und da muss man sagen, dass die Politik das der Mitte gerade richtig gut macht für die Arbeit der AfD. Ich hab's gleich geschafft. Wir haben ein dickes Rassismusproblem in Deutschland. Ein strukturelles, ein sozial verankertes, ein auf sozialer Ungleichheit basierendes System, das in keiner Weise irgendwie aufgearbeitet wird. Tupoka Ogette, eine schwarze deutsche Autorin, die vielleicht das Buch, was ihr alle kennt, Exit Racism, geschrieben hat, eine Einleitung zum kritischen Auseinandersetzen mit dem eigenen Rassismus. Diese Frau hat vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass sie und ihre Familie einen Reisekoffer zu Hause haben. Darin sind Reise- und Impfpässe, Bargeld, Medizin, Fotoalben, eine Liste von Kontakten im In- und Ausland und Testamente. Für den Fall, dass sie schnell das Land verlassen müssen. Vorgestern, als die rechtsextreme Partei AfD die erste Landratswahl in Deutschland gewonnen hat, war die erste Reaktion von ihr, diesen Koffer zu checken. Weil es nicht der Anfang ist, sondern wir sind mitten in einem braunen Sumpf. Wir müssen jetzt anfangen, laut gegen rechts zu werden, dass wir heute zeigen, dass die rechten Aktionen hier falsch sind und nicht ungestraft und unkontrolliert in Vergessenheit geraten. Es muss Konsequenzen geben. Es kann nicht sein, dass wir uns erst mit Antifaschismus auseinandersetzen, wenn die ganzen rechten Gruppen sich klar erkennbar in der Öffentlichkeit zeigen und wir plötzlich alle Angst haben und still werden. Weil dann wiederholt sich Geschichte. Wir müssen jetzt anfangen, unsere eigenen Stereotype zu hinterfragen und abzubauen. Auf der Straße Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, zu unterstützen, indem man deutlich macht, dass wir keine Angst haben müssen, dass keiner alleine gegen Faschismus kämpfen muss, dass unsere Werte wie Toleranz, Demokratie und Menschenrechte nicht nur als Begriffe einfach existieren, sondern ausgelebt werden. Wir als Weiße müssen uns mit unserem Rassismus und unseren Stereotypen im Kopf auseinandersetzen, weil auch wir jeden Tag Menschen durch unsere Blicke und Verhalten ausschließen können, damit sich Geschichte nicht wiederholt. Und zum Schluss habe ich noch ein kleines Zitat von unserer alten Genossin Esther Bejarano, eine Überlebende der Shoah, die leider 2021 verstorben ist, die gesagt hat, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Dankeschön.